So much for the armory. What's left of it? A few rounds. That's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Fuck! It's not gonna hold. Back upstairs! Lee, look! Und das zweite Mal verkackt, liebe Leute. Ja, nicht, dass ich nicht gedrückt hätte, aber ne. Ich spiele ja gerne 3 Runden. Ja, komm. Wehe, es funktioniert diesmal nicht. Ach ja. Ist gut. Mir geht's gut. Ich bin nur schon 2-mal gestorben. This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! Come on, let's go! Hold on, Ben! I've got you! Na komm, zieh ihn hoch. Ja komm, du schaffst das, jetzt mach schon, Junge. Nein. Ben. Du wirst jetzt mitkommen, mein Freund. Nein, nein, nein. Ich werd's versuchen. Ich werd's versuchen. Wir wissen gar nichts. Ben, jetzt... Nein.
Komm schon. Ich hab gesagt, ich werd's versuchen. Krista? Everything okay? Oh, me! Clementine, bleib zurück. Krista, bleib weg von... Ist er tot? Hold on. Is he dead? Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him! Hey. Back already? We got you medicine. Na Gott sei Dank. Good. Feel like I could use some. You okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind when we had the chance. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Das tut mir leid, McBree. Dann wirst du also gehen. Danke für deine Hilfe. Hey, I wanted to thank you for all you've done for us. Save your platitudes for someone who's buying it, huh? What? You don't think by now I got you figured? You don't strike me as someone who has a lot of consideration for hey, others. Hey. Look at what you did to get me to come here with you in the first place. You expect me to believe you give a shit that it wound up costing Bree her life? Now just hold on a damn minute. Listen! No, you listen. You got some good people here, and they look to you as their leader. Well, I'm here to tell you, the kind of leader you are, they're not gonna make it much longer. And you're kidding yourself if you think putting them all on a boat is gonna solve anything. Now, you may not care about all of those people, but I know you care about that little girl. Which is why I'm gonna make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands, take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? You're coming at me with a lot here, Vernon. I need to think it over. Of course, take your time. But I want you to think about some things. The way you've treated me doesn't exactly instill a lot of confidence in you as a guardian to that child. I don't like being threatened. I don't like being lied to. I don't think Clementine would much like that either. And it's a shorter trip from me to her than you might imagine. Hey, going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. Das wird vielleicht das Beste sein. Du solltest mit uns kommen. Dann war's das also? So that's it? After all we've been through, you're just gonna leave? Yeah, I figured you don't owe me anything. I got what I wanted in Crawford, and I never did like the water. Where will you go? I don't know. I'll figure it out when I get there. What do you want me to tell the others? Tell them whatever you want. I'm not real big on goodbyes. Tell Clementine she's going to be okay. You've got a good one there. She reminds me of me.
sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Ich weiß es nicht, wohin auch immer Kenny sagt, an einen anderen Ort. Someplace else. Someplace better. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Er hat viel durchgemacht, daran ist er selbst schuld. Er fühlt sich schuldig. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's gotten a feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. Weine nicht. Tut mir leid. Hey there. Shh. It's okay. It's okay. Don't cry. Clementine? 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 Clementine! Oh Gott. Ja, das ist das erste Mal, dass ich eine Sekunde gerade frei habe. Deswegen überhaupt erstmal Hallo im neuen Part von The Walking Dead. Und ein großes Sorry für die verpatzten Szenen mal wieder. Ihr glaubt immer gar nicht, wie sehr ich mich doch immer schäme, dass ich das nicht schaffe. Aber auch zugleich ärgere, wenn ich gedrückt habe und es dann nicht funktioniert, wie gerade eben. Also, ja, manchmal würde ich am liebsten das einfach nochmal spielen und aufnehmen, nur um zu beweisen, dass ich es auch anders kann. Aber nee, das geht ja immer nicht. Also, naja, sorry, dass es wieder ein Weilchen gedauert hat, bis es klappte. Und jetzt scheint Clementine doch verschwunden zu sein. Ich glaub's gar nicht, ich hoffe nicht. Aber es scheint fast so, denn ihren Hut würde sie doch nie weglassen, zurücklassen, nicht aufsetzen. Ihr Walkie-Talkie, auch das würde sie doch nie zurücklassen, scheint so. Ja, da ist es auch schon. Scheiße, 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 was ist hier hinter? Ist sie dahinter? So, kommt ein Walker. Ja, was soll ich denn drücken? Ja, witzig. Hat er mich gebissen, oder? Drauftreten. Na komm schon. Der hat mich jetzt nicht gebissen, oder? Der kam mir so gefährlich nahe und ich hatte fast das Gefühl, ich wäre gerade zu langsam gewesen. Ja, scheiße, er hat mich gebissen. Nein, er hat Lee gebissen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Lee wurde gebissen. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee, where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh my God. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone.
There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night, Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? Ich brauche Hilfe, um sie zu finden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled. Bist du sicher? Danke. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Thanks, you guys. I appreciate it. Really. Oh man, scheiße. Man, you know I care about Clementine, and I am a Christian man. And I keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Because there've been plenty of times you ain't been. Du kannst mich mal kennen. Ich brauche dich. Kenny, man, I'm begging you here. I can't do this alone. I need your help, please. Lee, I know you had my back when we first teamed up. You really looked out for me and mine. But ever since then, you've been looking out for yourself more often than your friends. I'm sorry, but you're on your own on this one. What about you, Ben? I don't know. Whatever you think is best. Bleib mit dem Boot hier. You know, I think it'd be best if you stayed behind with the boat. Don't worry about it. What's important now is that you get out of here. Get to safety. Okay, if that's what you want. Maybe this is for the best. It'll give me a chance to talk to Kenny, try to make things right. Somehow I gotta make it right. You're a good kid, man. I'm gonna be okay. Das hätte ich von Kenny echt nicht gedacht. Yes, it's just me and you guys. We should go find Vernon. See if he took her. I'll get the boat out onto the river. Figure I can wait there until you get back, or at least until nightfall. Can't speak for this one. He might not make it to the river. You're still gonna take me, even Ben? Yeah, we'll figure out what to do about that when the time comes. Come on, guys, let's go. Der Omid ist aber schnell wieder auf den Beinen. Jetzt gewesen, so nach einer Nacht. Oder ist jetzt mehr Zeit vergangen und ich habe es noch nicht gecheckt. Mann, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Lee wurde gebissen. Wie konnte das passieren? Das hätte ich jetzt aber nicht verhindern können, oder? Oder? Kann mir das jemand von euch sagen? Ob man, wenn man schnell genug nach links oder rechts drückt oder sonst was, dass er nicht gebissen wird? Ist wahrscheinlich egal, oder? Dann spiele ich das verdammte Kapitel nochmal, dass er nicht gebissen wird, ganz ehrlich. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Oh oh, was ist das? Klingt wie eine Riesenmeute Zombies. Ach du Scheiße. Ist das eine so eine Walker-Horde? Das ist doch eine Horde. Die ganze Stadt läuft da gerade dran vorbei. Scheiße. Macht die Tür zu, Leute. Macht die Tür zu. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Hello,
Lass mich nochmal mit Clementine reden. Wo hast du sie hingebracht? Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Ich mach dich fertig. Was willst du von mir? Das war's mit Episode 4. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh blöde Kacke, scheiße, Lee wurde gebissen. Wie gesagt, ich glaube, man hätte es nicht verhindern können. Als ich es damals geschaut habe, wurde Lee auch gebissen. Aber trotzdem könnt ihr mir ja sagen, ob man es verhindern kann. Ich glaube aber nicht. Dass der Vernon angeboten hat, also der Doktor, ja, Clementine mitzunehmen, gefiel mir überhaupt nicht, weil wir haben ja, oder Lee hat ja schon eine Beziehung zu Clementine aufgebaut, hatte ich ja schon mal gesagt, und sie ihm einfach wegzunehmen, wo sie ihm ja vertraut und wo sie immer noch hofft, die Eltern zu finden und dann wieder zu dem Nächsten und zum Nächsten, das tut einem Kind ja auch nicht gut irgendwie, und so klar, muss jemand anderes übernehmen. Vielleicht ja Omid und Krista, dass die sich dann irgendwann verantwortlich fühlen für Clementine, weil die beiden kennen sie ja auch schon länger, aber den Vernon, den kennt Clementine ja auch erst seit kurzem. Und was will er mit dem Kind? Natürlich erinnere ich mich an die Regel von Crawford, dass es keine Kinder geben soll. Und jetzt frage ich mich, ob der Vernon von Anfang an auf der bösen Seite war, ob das so ein Falschspieler ist, der von Anfang an Clementine gesehen hat und sie mitnehmen wollte. Dann frage ich mich aber auch, warum er da unten hing. Ich hätte mich natürlich gerne noch entschuldigt oder gesagt, dass es mir leid tut mit, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, von der, die halt zuletzt gestorben ist, halt seiner Frau. Ich glaube, war das seine Frau? Ich glaube schon. Also die uns halt, unsere Navigatorin halt. Das ist total blöd und schlimm natürlich gelaufen, dass die gestorben ist. Nun zur Statistik, du und 74% der Spieler haben ihn umgebracht. Auf dem Dachboden, ja, das haben sich wohl einige gedacht, dass der Junge da einem so leid tut, dass man den ja wohl, ja, sein, ja, wie nennt man das, halt nochmal so letzten Gnadenschuss irgendwie geben sollte. Hast du Vernon belogen oder bedroht? Ich habe mit wenigen ihn angelogen, das war aber auch, wie gesagt, nicht so eine bewusste Entscheidung. Habt ihr ja gemerkt, dass ich dann gesagt habe, oh scheiße, jetzt habe ich ihn belogen, weil das später Lüge stand und ich dann immer so schnell drücke und schnell entscheiden muss. Manchmal finde ich echt, ist doch ein Tacken zu wenig Zeit da, um überhaupt ja erstmal die Antworten zu lesen, die man geben kann. Du und 73% der Spieler haben sie mitgenommen. Anscheinend haben viele sich gedacht, okay, bevor wir Clementine im Haus zurücklassen mit Omid, wo wir nicht wissen, was mit dem passiert, nehmen wir sie mit. Da fühle ich mich ein bisschen erleichtert, weil das auch so eine Entscheidung war, ja, die mir natürlich schwer fiel, wahrscheinlich vielen schwer fiel, aber da haben viele gedacht, okay, wahrscheinlich ist beides ein Risiko, hier lassen und mitnehmen, aber wenn wir sie mitnehmen, haben wir wenigstens selber ein Auge auf sie. Naja, bin ich froh drüber. Wem die Stunde schlägt, du und 66% der Spieler haben ihn aufs Dach gezogen. Ob wir halt Ben in den Tod haben stürzen lassen, die meisten haben auch gedacht, nee, dich Vollidioten, du bist so ein Vollidiot, aber gerade dafür werde ich dir nochmal den Arsch retten, damit du halt vielleicht auch draus lernst, damit du mal merkst, was es heißt, fürs Leben zu kämpfen, wo doch schon so viele Menschen tot sind, sollte man doch alles dafür tun, um zu überleben, so ungefähr. Habe ich in dem Moment gedacht und nicht jetzt hier einfach tschüss Ben, damit du deinen Schuldgefühlen ersticken kannst. Nee. Lernen aus deinen Fehlern, und dafür halte ich ihn auch noch zu jung, hatte ich auch im letzten Kommentar geschrieben, dass ich Ben halt einfach noch für sehr jung, vielleicht auch naiv, vielleicht auch einfach für doof manchmal halte, aber vielleicht ist das Ganze zu groß für ihn in dieser gefährlichen Welt, so dass er einfach jemanden braucht, der auch auf ihn aufpasst und ihn ein bisschen erzieht. Vielleicht braucht das Ben noch, genauso wie Clementine und jedes andere Kind auch, gehören ja Jugendliche genauso noch dazu. Und so hat er eine Chance bekommen, sich nochmal zu beweisen. Ich weiß gar nicht, was aus Ben jetzt wird, weil
Wir wurden ja jetzt gebissen, genau du und 80% der Spieler haben den Biss gezeigt. Viele so sich gedacht, nee, komm, jetzt am Ende aller Tage, wo wir gebissen wurden. Und ich meine, wenn diese Entscheidung ja da ist mit dem Biss, dann kann man es ja wohl auch nicht verhindern, ne? Also ich meine, wenn so viele das jetzt hatten, dann kann man den Biss wohl nicht verhindern. Und da hab ich mir auch gedacht, das sind unsere Freunde, die einzigen, die wir haben, das sind die letzten Momente, warum unsere ganze Gruppe anlügen. Ich bin aber echt überrascht über Kenny, dass der uns jetzt so eiskalte Schulter gezeigt hat, wo ich so im Nachhinein denk, ja, hat er das überhaupt verdient, dass man ihm dann am Anfang immer zu allem zustimmt? Also ist es überhaupt so falsch, jemanden auch mal zu sagen, weißt du was, ich bin mir da nicht so sicher, ich bin auch nicht immer deiner Meinung, was ja nicht heißt, dass man nicht jemanden retten wollen würde oder dass es nicht der beste Freund trotzdem sein kann. Vielleicht sind gute Freunde sogar genau die, die einmal sagen, das sehe ich aber anders oder so sehe ich das, wie du dich gerade verhältst. Vielleicht sind ja das gerade die richtigen Freunde und dass Kenny dann trotzdem in so einer Situation, wo er sieht, dass es so sein letzter, wichtigster Wunsch ist von dir, Clementine zu retten, da dann sagt, nö, tut mir leid, bist du auf dich gestellt, finde ich auch ganz schön hart von Kenny. Macht ihn ein bisschen unsympathischer, als ich ihn am Anfang fand, muss ich sagen. Und der Part wird jetzt länger und länger und ich sabbel und sabbel. Schreibt mir doch wie immer gerne in die Kommentare, wie ihr die Staffel 5 fandet und die Entscheidung, die Statistik oder wie ihr euch in manchen Situationen entschieden hättet. Auch gerade so das mit Ben würde mich interessieren. Oder mit dem Biss jetzt, hättet ihr ihn gezeigt oder nicht? Ich finde ja, auch gerade Krista und Umi kann man mittlerweile doch auch vertrauen. Und ich finde es ganz gut, dass wir denen das gesagt haben, weil so können sie uns halt auch ehrlich helfen und ehrlich abschätzen, wie es uns geht und nicht so ein Versteckspiel. Ja, was bringt das denn? Irgendwann kommt die sowieso die Katze aus dem Sack, von daher, ne? Ja, shit happens. Echt schrecklich. Ich mag Lee natürlich super gerne, aber ich hoffe, dass wir in Episode 5 Clementine retten werden. Vielen Dank fürs Reinschauen. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Like oder Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, wir haben hier noch so eine Statistik. Wer begleitet Lee? Ich weiß nicht so richtig, was das jetzt hier bedeutet. Aber, ach so, das ist noch, gehört noch zur Statistik. Von wegen, wahrscheinlich, wer am Ende zu Lee gehören soll. Da haben die meisten am Ende Kenny gehabt, wahrscheinlich weil sie ihn anfangs mehr auf seine Seite gezogen haben im Gegensatz zu mir. Oder sie haben sich gedacht, nee komm, den Ben, den nehme ich auch mit. Der Arsch, der kann mir jetzt mal helfen. Und Kriston Omid, also einfach noch Ben mehr. Ich bin bei 11%, ich habe nur Krista und Omid jetzt an meiner Seite. Natürlich wäre es am schönsten, die 16% zu haben, zweitgrößte Prozentzahl, wie ich gerade sehe, neben Kenny, dass man natürlich alle bei sich hat. Das ist natürlich das Beste, das ist toll. Da haben die meisten Leute dann, oder die zweitmeisten Leute haben dann irgendwie das ganz toll entschieden und hatten dann alle bei sich. Ich habe nur Krista und Omid. Ich weiß nicht, ob das so gut oder schlecht ist, aber immerhin zwei Personen mehr als gar keiner. Das könnte man nämlich auch entschieden haben.